Hallo Leute, ich bin Legendkiller und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Tutorial zu Elder Scrolls Online. Heute möchte ich euch mal so ein bisschen was übers Klauen erzählen bzw. zeigen, wie es geht. Dafür geht ihr einfach hier, wo die ganzen Händler sind. Ja, müsst ihr nicht zu den Händlern, aber am besten zeige ich es euch bei den Händlern. Und dann drückt ihr die Steuerungstaste, sodass ihr euch bückt. Und jetzt müsst ihr darauf achten, was bei dem Auge steht. Bei steht gerade verborgen. Das heißt, es sieht mich keiner und dann kann ich einfach ganz gemütlich die Bogen oder was auch immer stehlen, ohne dafür Kopfgeld zu bekommen. Denn wenn ihr hier, wie hier seht, zack, jetzt bin ich, das Auge ist leicht geöffnet, aber noch verborgen. Das heißt, jemand ist in der Nähe und könnte mich sehen, sieht mich aber gerade nicht. Wenn ihr dann hier näher geht, Moment, so, dann seid ihr entdeckt. Wenn ihr jetzt etwas klauen wollt, kriegt ihr ein Kopfgeld, weil ihr halt beim Klauen erwischt wurdet. Und ihr könnt jetzt am Anfang halt die ganzen Händler hier abklären. So habe ich das zumindest gemacht. Würde ich euch aber nicht empfehlen, da, Moment, hier könnt ihr gucken, der Bogen 11, 11, 11, wenn jetzt 33 Gold, die ich gemacht habe. Ich würde euch stattdessen empfehlen, hier einfach mal hier so lang zu laufen, so ja, den ganzen Weg ablaufen und dann einfach in die Häuser reinzugehen. Komm, wir machen einfach mal ein Haus. Und dann die Häuser, zumindest die ganzen Kisten aus, ja, klauen oder die ganzen Truhen durchsuchen. Aus dem einfachen Grund, weil das einfach in der Regel mehr bringt, wenn man jetzt hier einfach mal in das Haus reingeht. Und ja, hier ist gerade zum Glück keiner. Ja, der Rucksack ist leer. Natürlich schöner Vorführeffekt. Und dann gucken wir mal hier, durchsuchen. Ja, so ein Stein. Okay, das Haus war jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, da es gerade leer war. Aber wenn man jetzt die ganzen Häuser hier durchsucht, dann kann man schon einige wertvolle Sachen bekommen oder finden. Und auch wenn ihr hier in die Kriegergilde geht, dann könnt ihr Waffen kostenlos dort aufsammeln. Und ja, was ich eigentlich noch zeigen wollte ist, dann könnt ihr, wenn ihr in Häusern geht, so wie die Statue hier, was finden, was einfach 100 Gold wert ist. Ich meine, okay, ich habe jetzt noch ein paar Inventarplätze frei. Ihr könnt auch durch die ganzen Händler alles klauen. Aber wie gesagt, ich würde das nicht empfehlen, da es einfach zu wenig bringt. Okay, die Bogen bringen jetzt 11. In der Regel kriegt man, wenn man jetzt irgendwelche Waffen klaut, so wie hier, das hat mir sogar 0 gebracht. Oder irgendwie so ein paar Cents oder ein paar Münzen raus. Es bringt mehr, wenn ihr in die Häuser reingeht und wie hier irgendwelche Puppen, die bringen 30. Oder hier dieser Ebenholz-Spielfigur, die bringt sogar 100 Gold. Und ja, wenn ihr die dann geklaut habt, was mit den Sachen machen? Ganz einfach, ihr könnt entweder hier aus der Stadt rausgehen, hier einmal rum zum Schwarzmarkt. Oder wie ich lieber gehe, hier oben an der Bank vorbei. Wir gehen da jetzt einfach mal schnell hin. Und dann könnt ihr einfach zum Schwarzmarkt kommen. Je nachdem, in welcher Stadt oder in welchem Reich ihr seid, kann das woanders sein. Aber ich bin jetzt in dem Reich und kann euch das halt nur aus dem Reich zeigen. Und wie gesagt, ihr guckt einfach hier auf die Minimap. Kann sein, dass es bei euch hier noch nicht angezeigt ist, weil ihr noch nie hier wart. Wie gesagt, das ist hier oben rechts die Anfangsstadt. Dann müsst ihr hier gucken, an dem Gasthaus hinter der Bank. Geht ihr dann einfach, normal kommt man dann halt hier, wenn ihr mal einen Marktplatz oder so geklaut habt. Dann könnt ihr hier vorbeigehen. Bringt ihr einfach hier drüber, an der Bank vorbei und geht dann hier hinter das Teil. Hier gibt es so ein Teil am Boden, Davons Wacht, Unterschlupf, drückt ihr einfach E zum Öffnen und schon kommt ihr unten in den Schwarzmarkt, wo ihr euren ganzen geklauten Sachen verkaufen könnt. Oder ihr könnt die schieben, das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas klaut, wenn ihr jetzt Waffen klaut für den Anfang, könnt ihr noch ein paar Waffen klauen. Denn es kann gut vorkommen oder gut sein, dass ihr halt Waffen klaut, die besser sind als eure. Und die könnt ihr dann schieben, sodass das halt für das Spiel aussieht, als ob ihr die gekauft hättet. Und ja, dann kriegt man die halt relativ günstig. Und was lädt das jetzt so lange? Okay. Und ja, dann geht ihr einfach hier runter, sprecht halt mit dem Typen oder mit irgendeinem, der hier unten ist. Und dann fragt ihr, was habt ihr anzubieten? Jetzt könnt ihr einfach mit E eure Sachen verkaufen. Und dann könnt ihr hier gucken, der Bogen ist jetzt schlechter. Wenn ich den Bogen jetzt einfach mal als Beispiel haben will oder schieben will, müsst ihr hier oben auf Schieben drücken. Ich weiß gar nicht, wird meine Maus, ja, die Maus wird angezeigt, drückt ihr hier auf Schieben. Dann zahlt ihr, anstatt ihr halt 11 Goldmünzen bekommt, zahlt ihr dann 11 Goldmünzen, könnt dann hier auf Schieben drücken. Und dann gehört das, ja, in dem Fall der Bogen oder die Waffe oder die Rüstung euch. Ich verkaufe jetzt mal einfach alles und ja, keine Ahnung wie viel, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Gewinn ich gemacht habe. Auf jeden Fall könnt ihr so eure geklauten Sachen verkaufen. Ich hoffe mal, ich konnte euch so ein bisschen Klauen beibringen oder ein Tutorial, ein bisschen was zeigen. Hier oben rechts könnt ihr auch sehen, Lug und Trug, bin ich jetzt Stufe 4, habe 75 von 100 EP, kriegt ihr immer wieder hoch.
Dann könnt ihr auch hier nach dem offene Welt, Moment, wo ist denn das da, offene Welt, Lug und Trug. Dann habe ich jetzt einfach nur Schieber erhöht, damit man mehr Sachen schieben kann. Das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Denn hier reden, hier habt ihr unten verkaufte Gegenstände, 16 von 110. Das heißt, ich kann heute noch ein paar Sachen verkaufen. Was ist das, 94, wenn ich mich nicht täusche, 94 Sachen kann man verkaufen. Und ich glaube, am Anfang kann man irgendwie, keine Ahnung, 60 Sachen oder so verkaufen. Und damit ihr halt, wenn ihr viel klaut, ist nämlich auch eine Methode halt Geld zu machen. Damit ihr mehr kaufen könnt, könnt ihr einfach, wenn ihr K drückt, Lug und Trug, wenn ihr einen Fertigkeitspunkt übrig habt, den in Schieben reindrücken, dass ihr mehr verkaufen könnt. Ich hoffe mal, ich konnte euch das Klauen so ein bisschen zeigen und ja. Ich hoffe mal, ihr werdet nicht so oft erwischt und wie gesagt, ich würde euch einfach empfehlen, egal, jetzt bin ich ja hier natürlich hier, einfach mal die ganzen Häuser abzuklappern in der Stadt, immer schön gucken, bücken, dass ihr nicht gesehen werdet. Und ja, Wachen beklauen oder so, Leute beklauen, hat bis jetzt bei mir noch nicht so funktioniert, auch wenn da manchmal steht, einfach 75%, wurde ich trotzdem gesehen. Und ja, wenn ihr aber erwischt werdet und Kopfgeld habt, würde ich gucken, dass ihr so schnell wie möglich, ohne eine Wache zu treffen, darunter kommt. Denn wenn euch eine Wache erwischt und ihr Kopfgeld zahlt, dann sind all eure geklauten Sachen weg. Ihr könnt zwar auch vor der Wache weglaufen, aber die werden euch dann alle angreifen und ihr kriegt noch mehr Kopfgeld. Und wie gesagt, ich würde euch einfach empfehlen, hier hinten einfach mal durch, wenn ihr hier hinten in die Stadt kommt, hier liegen auch ein paar Waffen umsonst, die könnt ihr dann, egal, das erzähle ich im anderen Tutorial. Wie gesagt, ich würde einfach hier mal so die ganzen Häuser, die hier sind, einfach mal alle abklappern und, ja. Zur Not könnt ihr einfach zur Bank gehen und euer Inventar einfach mal in der Bank ablagern, sodass ihr mehr Inventarplätze frei habt und, ja, wie gesagt, ich würde euch einfach mal empfehlen, hier so eine Runde zu machen, einfach hier mal durch die ganzen Häuser durch, dann hier wieder zurück. Wenn ihr noch Plätze frei habt, könnt ihr natürlich auch hier die ganzen Rüstungshändler und so abklappern. Und dann könnt ihr hier in die Unterschlumpf gehen und ja, eure Sachen verkaufen. Ja, das war's eigentlich mit dem kleinen Tutorial. Ich hoffe mal, ich konnte euch das Stehlen so ein bisschen erklären. Bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und haut da rein. Ciao.